Ein Opel Kombi ist auf der L383 in der Region Hannover von der Straße abgekommen. Dabei prallte er gegen einen Baum. Der Zusammenstoß war so stark, dass der Stamm sich bis hinter den Beifahrersitz ins Auto bohrte. Wie durch ein Wunder überlebte der Fahrer. Die Feuerwehr musste aber schweres Gerät einsetzen, um den eingeklemmten Mann zu befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock herausgerissen und 80 Meter weiter auf ein Feld geschleudert wurde. Die Unfallursache ist noch unklar. Im Februar waren in Niedersachsen und Bremen saisonal bedingt wieder mehr Menschen ohne Job. Der Anstieg ist in beiden Bundesländern aber minimal. Zum Vormonat Januar stieg die Zahl in Niedersachsen um 1%, in Bremen sogar nur um 0,3%. Im Vergleich mit 2011 sieht es aber weiterhin positiv aus. Zwischen 4,9 und 7,1% sind auf der Suche nach einem Job. Dank der guten Lage am Automarkt konnte der hannoversche Reifenhersteller Continental 2011 seinen Gewinn auf über 1,2 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz stieg um 17% auf den Rekordwert von 30,5 Milliarden Euro. Bis zum Jahresende will der Konzern mehrere tausend neue Jobs schaffen. Derzeit beschäftigt Continental weltweit knapp 164.000 Beschäftigte. Niedersachsen ist und bleibt eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Besonders erfolgreich war 2011 die Lüneburger Heide. Mehr als 5 Millionen Besucher übernachteten in der Region. Damit war 2011 das erfolgreichste Tourismusjahr seit 10 Jahren. Die Lüneburger Heide wächst mit 140.000 zusätzlichen Übernachtungen als einzige der niedersächsischen Großregionen deutlich.